Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Resonanzmedizin im Bücherhimmel in Berlin. Ich freue mich, dass Sie da sind, sehr sogar. Ich liebe es, über das Thema zu sprechen und ich würde es so beginnen wollen. Du bist mein Traum, wunderbar. Mein Engel, du mein bist, mein Engel, der du bei mir bist. Es resoniert. Nachhall, Kontakt auf einer Wellenebene. Resonanzmedizin handelt genau davon, von dieser Art von Kontakt. Es gibt nichts, was losgelöst vom anderen existiert. Man hätte das noch vor einiger Zeit glauben können, weil die mechanischen Gesetze jetzt das irgendwie naheliegen, dass das eine Objekt losgelöst vom anderen existiert. Ist nicht so. Alles ist verbunden. Wenn man das auf das Menschsein bezieht, kann man das sehr komplex beginnen und das tue ich folgendermaßen. Wenn wir inkarnieren, also in die Körperlichkeit gehen, dann findet bereits in der Frühstphase unseres Seins Entwicklung nach dem Resonanzprinzip statt. Es ist nicht nur so, dass jede Zelle ihren Weg nach dem Resonanzprinzip findet, es ist auch so, dass das biologische Wachstum wie die mental-energetische Verschränkung mit dem biologischen Sein nach dem Resonanzprinzip erfolgt. So, darüber allein kann man den ganzen Tag reden. Mich interessiert jetzt die Persönlichkeitsentwicklung nach dem Resonanzprinzip. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit beruht darauf, dass es dieses Phänomen gibt, weil ich sogenannte Traumaarbeit mache. Traumaarbeit berührt, also handelt von der Auflösung von Verletzungen und hat zuinnerst mit der Persönlichkeitsentwicklung nach dem Resonanzprinzip zu tun. Es ist etwas Interessantes beobachtbar, wirst du noch einen Nachkommenlink empfangen werden, es ist etwas Interessantes beobachtbar, nämlich zu jeder Phase unseres Daseins werden wir geprägt. Lange war es nicht im Fokus der Wissenschaft, dass wir intrauterin geprägt werden. Deutlich nachweisbar ist es bereits ab der 5. Woche. Da hinten wunderbarerweise, hallo. Hallo. Ist ein Platz. Ab der 5. Woche, das ist so unglaublich früh und haben die wenigsten Menschen im Bewusstsein. Ab der 5. Woche nach der Empfängnis ist es definitiv medizinisch begründet so, dass was auch immer die Mutter empfindet, erlebt, durchgereicht wird zu dem heranwachsenden Kind. Das ist ein Phänomen. Wenn wir später, wenn wir groß sind, erwachsen sind, das haben wir alle erfolgreich geschafft, und uns selber angucken, denn ist es nicht, erstens nicht ganz einfach. Und was wir zweitens sehen, ist in gewisser Hinsicht sämtliche Entwicklungsphasen unseres Daseins immer wieder stellen wir beispielsweise fest, verblüffend, dass ich jetzt so agiert habe. Warum habe ich in dieser Situation so gehandelt, in der anderen wiederum so gehandelt? Warum bin ich mit meinem Liebsten so umgegangen, wie ich gerade umgegangen bin, obgleich ich es womöglich ganz anders haben wollte? Wieso funktioniere ich so, wie ich funktioniere? Und natürlich denken manche Menschen, ja, ich kenne mich ja mit mir selber aus. Gleichzeitig würden sie sagen, ich selbst bin mein größtes Rätsel. Wer das etwas anderes behauptet, behaupte ich, redet sich die Sache schön. Wir alle sitzen hier als unser eigenes größtes Rätsel. Dieses Rätsel kann man anstrengend finden, man kann es großartig finden, man kann es zelebrieren, man kann gut, also gar keine Frage, es gibt völlig unterschiedliche Haltungen und wunderbarerweise ist das so. Und wenn wir in einen Zustand eingetreten sind, und das ist jetzt jenseits von esoterischer Verklärung,
du bist mein Traum, wunderbar dich anzuschauen, mein Engel, da du bei mir bist, dann kann man das auf unterschiedlichste Arten sehen. Es ist, als ob man einen Teil des Selbst anguckt und nach einer langen Zeit dafür reif geworden ist, diesen Teil präzise zu sehen. Das heißt, und das ist ein persönlicher Reifeprozess. Das heißt nicht, dass andere elementare Erfahrungen weg sind, aber in einer bestimmten Position des Lebens ist es möglich, das zu sehen. Das ist außerordentlich privilegiert und auch beinhaltet einen Heilungsprozess, weil nämlich, was auch immer wir erlebt haben, ist aktiv. Jede Verwundung, jede Wunde erzeugt gewissermaßen so einen Kardinalimpuls in der Persönlichkeit und es ist, als ob da etwas ja festgeschrieben wird, was nachwirkt. Wir haben schon oft festgestellt, dass bestimmte Freunde und Bekannte in bestimmten Phasen ihres Lebens, oftmals ist es die Pubertätsphase zum Beispiel, eine bestimmte Prägung durchlaufen haben, die sie ihr Leben lang begleitet. Deswegen hören sehr viele Menschen noch mit 70 die Musik, die sie mit 15, 16, 17, 18 gehört haben. Ist einfach so, ja, eine zentrale Phase ihres Lebens. Und wenn sie sich mit ihrem eigenen Kulturbewusstsein befassen, greifen sie auf das zurück, was sie in diesen Zeiten gelebt haben. Das ist natürlich eine Sache, die ist einem angenehm. Was nicht ganz so angenehm ist, das sagen sich ja auch gerne Eheleute, du Schatz, warum agierst du schon wieder wie ein fünfjähriges Kind, was gerade irgendwie von Mami allein gelassen worden ist? Das ist auch eine Phase, die unglaublich aktiv ist. Also es gab dort Kardinalerfahrungen und diese Kardinalerfahrungen ragen ins gesamte spätere Leben hinein. Und wahrscheinlich ist es so, dass es ein Persönlichkeitsschichtmodell gibt. Ja, wir erwerben bestimmte, durch Impulse werden wir geprägt. Eine Schicht kommt auf die andere und einige sind besonders aktiv, je nachdem, ja, wie wir von Mami empfangen, von Papi willkommen geheißen worden sind, geburtstechnisch in die Welt hineingebracht worden sind, in dem ersten Jahr und den weiteren natürlich ins Leben geleitet worden sind, irgendwann einige Schritte gemacht haben weg von Mami und angefangen haben, uns im Raum selber zu sortieren, bis wir irgendwann mal festgestellt haben, ist ja verblüffend, ich bin. Das haben wir nach dem jeweiligen Wohlgefühl oder Unwohlsein unserer aktuellen Stimmung getan. Ja, deswegen, Menschen können sich daran erinnern, das ist eine sehr interessante Frage, ja, wann haben Sie das erste Mal realisiert, ich, so und so, bin. Absolut interessant. Und wie habe ich mich damals gefühlt? Dieser Frage nachzugehen, ist nicht irrelevant. Das ist also wie ein... Also wenn das Leben ein Buch ist, dann gibt es Kapitel und übergreifende Kapitel. Und das ist diese Phase, ich bin. Das ist, als ob eine Abfolge von Kapiteln zu einem übergeordneten Einer zusammengefasst würde, die man später abrufen kann. Sehr interessant, ja. Innerhalb dieses Abschnittes des Buches gibt es bestimmte Aspekte, die zentral den Menschen beschäftigen später, beispielsweise. Ja, hat sich die Mutter mir beim Stillen zugewandt oder hat sie es für die Nazis empfohlen, haben besser aus dem Fenster geguckt, ja? Da denkt man, ist doch nicht so wichtig, ja? Das ist unglaublich wichtig. Guckt die Mutter ihr Kind an, während es gestillt wird. Sagen wir, das Kind guckt ganz woanders hin, nämlich das nuckelt und ist gar nicht damit beschäftigt, wahrzunehmen, Mutti guckt oder nicht. Nicht der Fall. Es spürt die gerichtete Aufmerksamkeit. Wenn also die Mami meint, jetzt mache ich meinen Fernseher an, wenn das Kind anfängt, noch Nahrung zu verlangen. Und wenn nämlich anderen Themen zu, weil es ist ja beschäftigt, hat das eine Auswirkung. Das heißt nicht, dass der Mensch zwangsläufig krank wird, das heißt es nicht. Ja. Aber sagen wir mal, ideal ist es auch wieder nicht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, selbst wenn alles ideal ist, kann man auch später noch traumatisiert werden. Wie auch immer, eine Schicht kommt zur nächsten. Gerade die Frühstphase des Daseins hat die höchste Wichtigkeit. Das kann man sich ja auch leicht vergegenwärtigen, wenn wir uns unser eigenes Leben angucken. Wir haben natürlich als Erwachsene unglaubliche Erfahrungen gemacht. Aber ist es nicht erstaunlich, wie die frühkindlichen Erfahrungen das gesamte Leben prägen? Ja? Und so als 50-Jährige denkt man, kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Immer noch ist es wichtig, wie ich damals als 3-, 4-, 5-, 6-Jähriger unterwegs war. Und wie lebendig sind die Erinnerungen mit Geschwistern? Ja, wie haben die sich verhalten mit Mutter und Vater und so weiter? Ja.
So, Resonanz heißt, ich befinde mich in einem seelischen Aggregatzustand. Es gibt diverse Aggregatzustände, also in einem seelischen Aggregatzustand, der womöglich durch eine Traumatisierung gefärbt ist. Und dies hat einen, also medizinisch heißt es, glaube ich, persistierenden Impuls. Ja, das ist, als ob das so nach, das hat so einen Bleibecharakter. Und die nicht ganz so gute Nachricht ist, es hat eine Auswirkung auf das gesamte Sein, nicht nur die seelische Ebene, sondern auch die biologische, die Gesamtbefindlichkeit des Menschen. Wir werden also langsam, wir entwickeln so Schichten. Ja. Tatsächlich behaupte ich übrigens auch, dass diese Schichtbildung des individuellen Seins dafür sorgt, dass eine besondere Form von Abgrenzung individuellen Seins entsteht. Das Kind, was das erste Mal ich bin, ja, der und der, denkt, ja, was weiß ich, im Garten sitzt, sich umguckt, ist unglaublich weit. Und der Gedanke, ich bin, ist wie ein erstes Kleid, eine erste Ich-Haftigkeit, etwas erstes Zentrales, was die Verortung der Persönlichkeit bewirkt, in dieser unglaublichen Weite. So als Erwachsene denken wir nicht selten, naja, wollen wir mal die Weite genießen, aber leider Gottes ist die Selbsthaftigkeit etwas, was uns immer wieder davon abhält und wir denken, das ist ja irgendwie komisch. Ja? Ich würde doch gerne eintauchen in das, was gerade ist, aber ich schaffe es nicht so richtig, über mich selbst gewissermaßen hinaus mich auszudehnen und in die Weite zu gehen, um zu realisieren, dass ich gleichzeitig bin und gleichzeitig weit bin. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt auf einer bestimmten Ebene der Betrachtung nur zwei Impulse des Seins, nämlich Angst und Liebe. Liebe ist die Fähigkeit, in die Weite zu gehen. Das beinhaltet nicht die Selbstvergessenheit, sondern in der Selbsthaftigkeit dieses Genießen in die Weite zu gehen, über sich selbst hinaus und eben diese Weite zu riskieren. Weite bedeutet Feinheit. Angst bedeutet Verdichtung und der traumatisierte Mensch hat den ganz natürlichen Impuls der Zusammenziehung. Ja, der möchte sich in die verkrümeln in gewisser Hinsicht. Und diese Verdichtung bewirkt etwas, nämlich die Entkoppelung von dem Feld des Seins. Das ist lästig. Weil das lästig ist und abgesehen davon nicht nur lästig, sondern auch eine Auswirkung hat, natürlich auf alles, auf jegliche Interaktion. Ja. Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Wie gehe ich mit dem geliebten Menschen um? Damit ich zu dem geliebten Menschen vordringen kann, ist es notwendig, Weite zu wagen. Also mich ihm empathisch zuzuwenden, über mich selber hinauszugehen oder ihr und zu realisieren, aha, es gibt diese anderen Person, ja, mit der begegne ich jetzt. Ja. Und es ist natürlich gegenseitig. Ein borderline-artig entkoppeltes sexuelles Verhalten ist eine unfassbare Ich-Haftigkeit bei gleichzeitiger vollständiger Entgrenzung, dem totalen Aneinander vorbeileben, in dem Moment der größtmöglichen Begegnung und dem Gefühl, total verloren zu sein, weswegen die Menschen pendeln zwischen extremem Vertrauen, extremem Misstrauen und totaler Verlorenheit. Im nächsten Moment denken sie, hurra, ich vertraue dir inniglichst, im übernächsten, warum verrätst du mich bei jeder Gelegenheit? Ja? Das ist außerordentlich verblüffend. So, wir sind ja nun keine Borderline. Wir haben festgestellt, dass das Nähewagen gar nicht so einfach ist. Ja. Man kann das nicht unbedingt anfallartig hervorbringen, sondern es ist ein Prozess. Wir lassen uns hoffentlich drauf ein. Wir werden immer wieder verletzt, ziehen uns immer wieder zurück und wagen es immer wieder aufs Neue. Und zwar je nach den Mustern, nach den jeweiligen Schichten, wie wir sie gebildet haben, nach den jeweiligen Kardinalerfahrungen. Rede ich eigentlich zu schnell? Ich glaube, ich kriege es einigermaßen hin. Okay. Also gemäß diesen Kardinalerfahrungen, also sagen wir mal den Oberkapiteln des Buches des Lebens, ja. Also den Schichten, man könnte das sogar als auratisches Modell nehmen, ja. Als wäre das alles Teil, und so ist es auch übrigens, als Teil der Aura und irgendwie lokalisierbar, sichtbar. Da gibt es das ganz Kleine, ja, fast noch Lanzettfischchen, okay, kann man sich schwer daran erinnern, ja. Das paddelt da im Ozean herum und kriegt durchgereicht hormonell Befindlichkeiten der Mutter. Es klingt abstrakt. Ja. Wenn wir uns vorstellen, ich meine, müssen wir uns jetzt nicht vorstellen, angenommen, ja,
Die Mutter hat extremste Angst gehabt. Und diese extremste Angst hat sie tatsächlich auch so mitgerissen, dass sie in ihr mütterliches Dasein nur bedingt eintauchen konnte. Sie hat sich selbst vergessen in Angst. Dann ist das ein Georgel der Zusammenziehung auf das Lanzettfischchen, was natürlich einen Einfluss hat und die Wahrscheinlichkeit dafür, und ich behaupte das zu wissen, dass der spätere Mensch, wie auch immer er sich natürlich, wie auch immer er über sich selber hinausgewachsen ist, weil wir natürlich auch unfassbare Selbstheilungskräfte haben, ja, wie auch immer wir das angestellt haben, dieser Uraggregatzustand ist wie ein Grund, wie ein kosmisches Grundrauschen vom Urknall gewissermaßen, ja, noch in unserem Feld und hat eine Auswirkung bis ins 107. Lebensjahr hinein. Sogar so alt ist eine Tante von mir. Unglaublich, die erinnert sich an alles, was sie jemals in ihrem Leben erlebt hat. Die hat ein glückliches Leben gehabt, ja, oder hat sie ja so immer noch, ein glückliches Leben. Darauf schaut sie mit großer Freude. Das ist also auch möglich, Traumatisierung so zu überwinden, dass man auf die Details seines Lebens gucken kann. Aber einfach ist das nicht. Ja. Es ist unglaublich schwierig. Und natürlich, und das ist auch Teil dessen, was ich dir zu sagen habe, das, was eben sehr stark prägend ist, so dass es dominant ist in unserem Feld, darauf fallen wir bei Bedarf zurück. Wenn man also so einen partnerschaftsehelichen Streit hat, ist es wie aus dem Nähkästchen des Modells, ja, der Partner wird womöglich, wenn er da eine Kardinalerfahrung haben, sich so zu verhalten, als wäre er gerade als Fünfjähriger von Mami verlassen worden. Und welche Frau kennt das nicht, die mit Männern, die verheiratet ist? Der Mann verhält sich auf einmal. Man denkt es ja nicht, er ist ja erwachsener Mann. Ja, man kann, wie kann das denn sein? Ja. Das Interessante ist, der Mann macht genau solche Erfahrungen womöglich auch mit seiner Frau. So ist das eben. Ja. Wir sind in dieser Zivilisation unterwegs. Wir haben diese Erfahrungen. Und eine perfekte Gesellschaft, eine perfekte Zivilisation gibt es eben nur nicht. Ja. Dementsprechend bildet sich dieses Modell. Spirituelles Heilen nach dem Resonanzprinzip bedeutet, dass man diese Ebenen erreichen kann. Das ist ein komplexes Unterfangen. Manchmal geht es fast instantan, also unglaublich schnell. Und es berührt diese Komplexität des Selbst. Gesundheit. Ich rede ab und zu, also ich rede immer wieder von der Vielheit des Selbst, aber die Vielheit des Selbst habe ich etwas anders belegt. Dazu komme ich womöglich auch noch. Ich meine an dieser Stelle die Komplexität psychischen Daseins, welches ja, also unsere Biografie ist ja ein Band. Ja, das ist ja, es gibt ja nicht in dem Sinne, es gibt manchmal Erinnerungslücken, aber es wird ja in unserem Feld nichts vergessen. Und dementsprechend sitzen wir jetzt hier in der Gegenwart all dessen, was in uns wirkt, und wir sehnen uns nach der Vollständigkeit des Selbst. Ein Grund, einer unter vielen, ja, warum Engelkongresse so einen unglaublichen Zulauf haben, ist es, weil sie beinhalten einen Impuls hin zur Vollständigkeit des Selbst. Es ist herrlich, sich vollständig zu erkennen und zu erkennen, dass es diese Instanzen gibt, ja, wie man auch immer das jetzt begründet. Ja. Also das finde ich außerordentlich interessant und es ist heilsam im Kern. Ja. Wir können die Verletzungen, die wir erworben haben, heilen. Wir können das, indem wir uns als Erwachsene hinstellen, als allererstes, und sehen, aha, das bin ja ich, der, die da gerade agiert. Indem wir versuchen zu erkennen, warum wir beispielsweise in bestimmten Situationen eine Neigung haben, eine besondere Form der Bedürftigkeit zu entfalten. Wir können hingucken, warum bestimmte Verhalten, was weiß ich, auf der Ebene des Genusses, womöglich auf eine spezielle Art und Weise nicht so sind, wie wir uns denken, dass sie sein sollten. Ja? Wir können hingucken und wir können uns fragen, wo habe ich das erste Mal so agiert? Darauf kriegen wir Antworten. Wir können uns mit unserer eigenen Biografie beschäftigen, indem wir nachfragen, zum Beispiel unsere Mutter, wenn sie denn verfügbar ist, fragen, du, wie bist du eigentlich mit mir schwanger gegangen? Das sind sehr, sehr interessante Fragen. Ja. Und da kann man jetzt denken, naja, nehmen wir mal an, die Empfängnis hat stattgefunden in heftigen, extrem heftigen Zeiten.
Das bedeutet noch nicht, dass es für die Mutter psychisch schwierig gewesen ist. Ja. Nicht wenige Mütter, das ist ein Grund dafür, warum wir einigermaßen alle so gesund hier sitzen, ja. Nicht wenige Mütter sind als Mütter so unfassbar vital, dass draußen die Bomben einschlagen können und sie sind in ihrem Muttersein so verwurzelt und so in Liebe zugewandt, dass sie eigentlich auch gar nicht wirklich Angst haben. Und tatsächlich wird die Traumatisierung nicht durchgereicht. Für mich ist es immer wieder ein sehr, sehr großes Rätsel, wieso die Generation meiner Eltern in diesem, ist ja auch ein besonderes Datum heute, in diesem Land ja unglaubliche Dinge angestellt hat, ja, das muss man ja als Bevölkerung einfach sagen, unglaubliche Dinge angestellt hat. Ich behaupte, das hat eigentlich nahezu jeder mitgekriegt, da kann ich sagen, ich wusste von nichts, ist Quatsch, ja, schwerst traumatisiert worden ist und allein schon durch die Notwendigkeit hinterher so zu tun, als hätte man keine Ahnung gehabt, um aber doch verblüffend vital, eine verblüffend vitale Generation in diese Welt zu setzen, die nun eine ja unübersehbar funktionierende Demokratie geschaffen haben, ja, oder umgesetzt haben und ich finde ein durchaus privilegiertes Dasein in dieser Gegenwart, in diesem gegenwärtigen Land ermöglichen, das finde ich absolut phänomenal und das finde ich ist ein Zeugnis für die erstaunliche Vitalität von Mutter, Vater natürlich auch und Kind. Ich bin selber Vater, ich behandle die Väter oft wie unter ferner Liefen. Ja. Ist natürlich nicht ganz richtig, es hat eine große Bedeutung, ob sie da sind oder nicht. Ja. Tatsächlich ist es allerdings so, intrauterin, der Filter ist die Mutter. Wie Papi da ist, hat eine große Auswirkung auf das Befinden der Mutter, keine Frage. Ja. Und wenn der Vater weg ist, fühlt sie sich nicht gut, dementsprechend hat es eine Auswirkung. Aber ist es noch ein bisschen hin, bis die Väter wahrscheinlich gebären werden. Ich glaube, irgendwann tun sie das auch. Ja, die Medizin wird sich dann was einfallen lassen, damit das ewige Beleidigtsein dann aufhört. Ja. Interessant, ja. Ob das gut ist, ich glaube es nicht. Noch ist es nicht so weit, also zentral ist die Mutter. Und das und die Art, wie sich das Kind in Resonanz mit ihr entwickelt. Und tatsächlich ist diese Resonanz ein Kardinalthema meiner Arbeit überhaupt. Ja, ich würde sagen, das ist das 90% all dessen, was ich bearbeite, hat genau damit zu tun. Verhältnis Mutter-Kind, wie ist das Kind in die Welt hineingetragen, wie ist es auf die Welt gekommen und wie ist es im ersten Jahr behandelt worden und danach. Das ist absolut zentral und all das bildet diese Schichten der Persönlichkeit. Es ist natürlich nicht so toll, wenn man mit 40 zum Chef gerufen wird und der sagt, du, mein Lieber, meine Liebe, Sie können nach Hause gehen. Sorry, vorbei hier. Das ist für viele Menschen eine traumatische Erfahrung. Ich behaupte, das ist nicht so toll, keine Frage, ja. Aber es ist deutlich weniger mächtig, als wie sich die Mutter verhalten hat, als wir 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und noch viel alt waren und noch viel, viel früher. Davon handelt Resonanzmedizin und von der Möglichkeit, eben genau diese Probleme später zu beeinflussen, später heilsam aufzulösen, später heilsam an ihnen zu arbeiten, in der Hoffnung, dass sie sich auflösen. Weil alles, was wir jemals erlebt haben, in der Gegenwart präsent ist. Das ist die gute Nachricht. Ja. Wir können daran arbeiten. Das ist sehr, sehr spannend. Ich tue das ja in einem Berliner Ärztehaus als spiritueller Heiler mit wachsendem Interesse der umgebenden Mediziner. Das ist, dringt deutlich vor, dass das ein außerordentlich spannendes Feld ist. Ich arbeite relativ viel mit Orthopäden. Das Interessante ist ja auch, dass die Orthopädie unmittelbar beobachten kann, wenn sie es denn will, wie eine mentale Befindlichkeit auf der biologischen Ebene landet. Ja, das kennt ja auch jeder. Man muss sich nur ein bisschen komisch fühlen und eine falsche Bewegung machen, dann fühlt man sich noch komischer. Orthopädie handelt davon, wie mentale Verknotungen auf einer körperlichen Ebene landen und dann hinterher bearbeitet werden müssen. Irgendwann wird die Orthopädie die seelische Befindlichkeit mit der biologischen verbinden und natürlich dann noch viel, viel erfolgreicher sein. Also Resonanzmedizin handelt davon, diese einzelnen Ebenen zu erreichen und zu bearbeiten. Interessanterweise ist übrigens auch, also Musik, deswegen habe ich auch eingangs gesungen, ist ja ein Thema meines Daseins. Verblüffend ist es, dass Klänge auf eine völlig irrationale Ebene
ja, die Seele zum Schwingen bringen, auf eine Art wiederum, die auch weiter durch, also nach dem Resonanzprinzip ins Feld durchgereicht wird und einen Effekt hat. Das kann man auch in jedem Sinfonieorchester beobachten. Allerdings gibt es durchaus einen Unterschied zwischen einem symphonischen Werk. Ich meine, Bach hat die Goldberg-Variation auch geschrieben, damit der Herr Goldberg, damit es dem Herrn Goldberg besser geht, hat, glaube ich, auch geklappt. Ich weiß nicht genau, inwieweit, aber das ist natürlich auch eine unglaublich heilsame Musik, ja, der zu lauschen bringt dann auch weiter. Also der Klang ist etwas, was unmittelbar auf einer Seelenebene ankommt und natürlich das sogenannte energetische Strömen auch. Ja. Das ist interessant, davon handelt Resonanzmedizin. Ich wollte Ihnen zunächst mal dieses Modell des Persönlichen nahebringen. Ja. Man möchte es vielleicht nicht unbedingt wahrhaben, weil es kompliziert erscheint. Aber dieses ist mir wichtig. Sämtliche Persönlichkeiten, die wir jemals waren, sind präsent. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen und uns auch an diese inneren Instanzen richten, so ist das sehr, sehr, sehr heilsam. Wir können nicht ignorieren, wenn wir von der Mutter verletzt worden sind mit 2, 3, 4, 5 Jahren, dass das da ist. Ja? Man kann daran arbeiten und das ist absolut zentral.